Hier ist ein Artikel in Evangelical Focus. Frankreich schließt religiöse Ansichten in Polizeiakten potenzieller Extremisten ein. Philosophische und religiöse Überzeugungen werden in Akten tausender Menschen festgehalten, die als Bedrohung für den Staat angesehen werden. Evangelikale sind wegen der Zerbrechlichkeit von Grundrechten besorgt. Also wird Religion in diese Gesetzgebung mit einbezogen. In den letzten WhatsApp haben wir uns mit der QAnon-Sache beschäftigt und wie vor allem Adventisten diesbezüglich als Extremisten ins Visier geraten. Sehen wir, wie es sich entwickelt. Ab November 2020 hatten diese drei Arten staatlicher Akten nach offiziellen Angaben Informationen über mehr als 300.000 Personen gesammelt. Trotzdem wird das Sammeln zusätzlicher Informationen nur in Fällen erlaubt, wenn es wahrscheinlich ist, dass Personen den fundamentalen Interessen der Nation schaden. Wir sprechen über das Gemeinwohl. Genau. Wenn der Klimawandel zum Gesetz wird, dann fällt das darunter. Dann wird es die fundamentalen Interessen der Nationen betreffen. Oder die Unversehrtheit der Nationen oder der Institutionen der Republik gefährden oder bei denen, die eine terroristische Bedrohung darstellen. Wie breit ist diese Definition denn? Sehr breit. Das beinhaltet jetzt die Religion. Genau. Martin, wie war noch einmal der Titel dieser Folge? Straße ins Verderben. Straße ins Verderben. Näher als gedacht. Es ist näher als gedacht. Das hier vom Februar 2021 ist wirklich sehr interessant. Der französische Innenminister sagt, Evangelikale sind ein sehr wichtiges Problem. Jetzt sprechen wir nicht über islamischen Fundamentalismus. Wir sprechen über Evangelikale. Evangelikale Kirchen zunehmend besorgt über unfaire Angriffe der Regierung. Das ist ja auch der Evangelical Focus, der hier berichtet. Lass uns das lesen, denn ich denke, das ist eines der Kernthemen unserer Zeit. Evangelikale Christen in Frankreich drücken ihr Unbehagen aus, wenn sie sehen, wie die Staatsregierung verbal gegen ihre Kirchen die Stimmung anheizt. Der letzte Anlass dazu waren die Worte des französischen Innenministers Gérald Darmanin. In einem Fernsehinterview im Sender CNews sagte er, Zitat, Evangelikale sind ein sehr wichtiges Problem. Nur um anzufügen, selbstverständlich nicht auf die gleiche Weise wie Islamisten, die Terroranschläge und Tote verursachen. Also es gibt einen Unterschied, aber sie sind ein Problem. Warum? Als er einen Tag zuvor über das strittige Antiseparatismusgesetz gesprochen hatte, das bald verabschiedet werden soll, sagte er dem Radiosender France Inter, Zitat, wir können nicht mit Leuten sprechen, die sich weigern, auf Papier zu schreiben, dass das Gesetz der Republik über dem Gesetz Gottes steht. Diese Aussage schlägt wie ein Blitz ein. Dieser Mann, dieser Innenminister möchte, dass Menschen niederschreiben, dass das Gesetz der Republik höher steht als das Gesetz Gottes. Wen greift er an? Gott. Er greift damit Gott an. Ich frage mich, ob er eine Vorstellung, eine Ahnung von Geschichte hat. Wenn er die Bibel liest, was geschah, als die Assyrer Juda angriffen? Was sagt der Repräsentant der Assyrer? Griff er nicht Gottes Autorität an? Didn't he attack God's authority? Yes. Doch. Absolutely. Ganz direkt. Dieser Mann hier greift direkt Gottes Autorität an. Und er greift Gottes Gesetz an. That's keine Kleinigkeit. Erinnert er sich, was mit Frankreich passierte, als die Religion abschafften und die Göttin der Vernunft auf den Thron setzten?
die natürlich eine jesuitische Theologie ist. Sie sprechen über vom Glauben unterrichtete Vernunft. Hier haben wir genau das Gleiche. Man entfernt Gott aus der Gleichung und schafft seine eigene Gesetzgebung. Man könnte dadurch die nobelsten Köpfe des Landes verlieren. Ja, buchstäblich. Buchstäblich. Dieser Mann greift also das Gesetz Gottes an und sagt, dass das Gesetz der Welt und des Landes höher stehen als Gottes Gesetz. Man kann nicht einmal vernünftig mit Menschen reden, die beharren, dass Gottes Gesetz die höchste Autorität ist. Sie sind Extremisten. Sie sind eine Gefahr. Ja, sie können das Spionagenetzwerk nutzen, von dem wir vorher sprachen, um genau die Menschen festzustellen, die sagen, dass Gottes Gesetz höher steht als das Gesetz der Republik. Genau. Denken wir einmal logisch darüber nach. Wir sprechen über große Klimaprobleme in der Welt. Ja. Wir sprechen über Klimagesetzgebung. Wir sprechen über Gesetze, die im Widerspruch zu Gottes Gesetz sein könnten, weil man nicht mit Menschen diskutieren kann, die behaupten, dass Gottes Gesetz höher als jedes andere steht. Welches Gesetz könnte davon betroffen sein? Vielleicht, du sollst nicht töten? Nein. Nein. Du sollst nicht stehlen? Nein. Wird es eines dieser Gesetze sein? Nein, die meisten von ihnen basieren auf logischen Grundlagen. Ganz genau. Welches Gesetz könnte mit Gottes Gesetz in Konflikt geraten? Der Tag der Anbetung. Der Tag der Anbetung ist das einzige Gesetz, das in Konflikt geraten wird.